Ja, toll. Jetzt hat er mir natürlich eine Wumme gegeben, aber keine Munition dafür, der Held. Stecken wir mal die Köpfe zusammen. Da ist die Unglücksfee. Mensch, die gibt's ja auch noch. Nero, Freundchen. Ich werde den Arsch zurechtstutzen. Ja, die Leute akzeptieren sie wegen ihrer Hilfsbereitschaft. Das ist doch sehr schön. Habt ihr noch was für mich? Big Salt's Kennwort, Büroschlüssel, dann nehmen wir alles mit hier. Schlagringe, Patronen, Schrotflinten, ja, das ist auch sehr nett. Nero, was hast du? Nehmen wir mit. Verlassen. So, haben wir hier sonst noch. Oh, guck mal, was liegt denn da noch Nettes? Das ist doch herrlich. Briefbeschwerer. Ich brauche keinen Briefbeschwerer. Schreibtisch. Leer? Schreibtisch leer. Aktenschränke. Caccino, wo bist du, Freundchen? Ist der jetzt auf der Flucht hier oder was soll ich jetzt hier? Was ist da denn jetzt? New Vegas. Ach, ich muss jetzt wieder raus. Okay, dann gehe ich wieder raus. Komme ich denn jetzt hier wieder raus? Ach so. So. Schönen guten Tag. Zwischen RNK und den Menschen geht irgendwas vor. Aber sie sollten sich lieber nicht mit uns anlegen. Kann man hier? Man kann nicht. Was muss ich denn jetzt überhaupt machen? Aufgaben. Erzähl doch mal. Okay. Der Haus gewinnt immer 4. Haben wir das auch abgeschlossen? Machen wir das doch eben mal schnell. Kleinkalibergewehr hinzugefügt. Ah, jetzt bin ich wieder gut beladen hier. Hallo. Casino Lucky 38. Eieiei. Ist so staubig hier drinne, hier in dem Laden. Das ist ja, da muss ich gleich niesen. Penthouse. So. Mr. House. Erfreuliche Nachrichten. Was haben Sie über die Omertas zu berichten? Welche Omertas? Die Omertas haben eine Verschwörung gegen sie geplant. Sind aber tot, kein Gut Problem. Gut gemacht. Dann machen die wohl keinen Ärger mehr. Kannst mal sehen. Ihr nächster Auftrag ist, die Überreste des Mojave-Verbands der stählernen Bruderschaft zu finden und zu vernichten. Oha. Die RNK hat das vor ein paar Jahren fast bei Helios One geschafft. Aber leider scheint es ein paar Überlebende gegeben zu haben. Na, wenn du das sagst. Angesichts der fanatischen Einstellung der Bruderschaft zu Technologie muss davon ausgegangen werden, dass sie sich gegen mein Regime stellen werden. Ah, ja. Bitte kümmern Sie sich um dieses Problem. Kein Problem. Wo soll ich anfangen? Seit 2278 habe ich 5 mobile Securitrons in der Nähe von Hidden Valley verloren. Ich erhielt kein klares Videobild der Vorfälle. Aber die Telemetrie der zerstörten Einheiten legt nahe, dass sie mit Energiewaffen angegriffen wurden. Aha. Offenbar hat die Bruderschaft eine Basis bei Hidden Valley. Es wird nicht einfach werden, sie zu finden. Aber sie zu betreten, wird richtig knifflig. Ja, das ist doch sehr schön. Haben Sie ein paar Tipps für mich? Ab und an greift die RNK Bunker der Bruderschaft an. In 4 von 6 der mir bekannten Fälle haben sich die Bunker selbst zerstört. Okay. Ich nehme an, dass das Einrichten eines Selbstzerstörungssystems bei der Bruderschaft zum Standard gehört. Passt zu ihrer kompromisslosen Natur. Aha, so. Das könnten Sie gegen sie verwenden. Oder töten Sie sie anderweitig, das überlasse ich Ihnen. Kehren Sie zurück, wenn Sie fertig sind. Na dann. Connection lost. Gemieden! Caesar's Legion, ah ja. Aufgabe fehlgeschlagen, Vorsicht vor dem Zorn des Cäsars. Naja, was soll's. Stille in der Bruderschaft. Ja, was wir jetzt machen könnten, ist eigentlich, möchte ich jetzt die nächste
Erweiterung quasi zünden. Das müsste... Was waren das jetzt hier? Happy Trails? Happy Trails Karawanenführer. Das könnte das nämlich sein. Ja, doch. Ich glaube, das war das. Ja, doch. Ich glaube, Happy Trails Expedition könnte das werden. Mitternacht Science Fiction Special. Das ist eine andere Erweiterung, die kommt danach. Also ich denke, ich werde jetzt erstmal... Wir haben ein Upgrade erhalten, um Ihnen besser dienen zu können. Einen schönen Tag noch. Ja, und trotzdem hast du immer noch Reifen. So, ich würde sagen, Casino, und dann gucken wir mal, dass wir den Happy Trails Karawanenführer finden. Denn ich meine, das sollte die nächste Erweiterung sein. Die möchte ich jetzt erstmal beginnen, glaube ich. Ja. Vorher möchte ich aber einmal kurz nach Hause. Einmal nach Hause, und das geht am besten ja über die Weltkarte, wie wir ja alle wissen. Da müssen wir hin, genau. Underground Hideout. So. Da sind wir auch schon. Und damit sind wir zu Hause, und an dieser Stelle möchte ich dann nochmal wieder eine kleine Pause einlegen. Nächstes Mal möchte ich dann hier erstmal abkippen, und dann werden wir uns die nächste Erweiterung vorknüpfen. Ich kümmere mich jetzt nochmal dran, welche das genau war, ob ich da jetzt nicht schief liege. Ich stelle mir die Mission am besten schon mal ein. Habe ich das nicht sogar schon? Ja, habe ich sogar schon. Und sage dann, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, hallo Leute, da bin ich auch schon wieder. So, wir wollen heute in die neue Erweiterung aufbrechen. Guck mal, das ist hier übrigens das, was, glaube ich, dazugekommen ist, wie wir die B-52 gehoben haben. Kam hier ein neues Teil dazu. Ja, wir wollen heute die Karawane begleiten in die neue Erweiterung, die jetzt hier, ja, die wir jetzt heute anfangen wollen. Dazu müssen wir erstmal was vorbereiten. Und zwar, wir müssen erstmal runterkommen auf ein bestimmtes Gewicht. Und zwar maximal 75. Das heißt, wir werden einiges hier lassen müssen. Und dann wollen wir mal gucken. Einmal kurz husten. Ah, so kann man auch natürlich jetzt die Ladezeiten ganz gut überbrücken. Einmal schön richtig rumhusten, und dann geht er schon. So, wir lassen natürlich hier die ganzen schweren Waffen. Schon runter auf 40%. Ja, wir können noch ein bisschen mehr natürlich. Die lassen wir auch hier. Die lassen wir auch hier. Und Nahkampfwaffen lassen wir auch hier. Jetzt haben wir ein Gewicht von 52. Die beiden Ferngläser können wir natürlich auch noch hier lassen. Obwohl, ja, die haben Gewicht. Die lassen wir natürlich dann hier. Wo packen wir die dann mal am besten hin? Ich würde sagen, packen wir mal hier hin. Open Container. Dann wollen wir mal hier. Da sind die beiden. Die können weg. So, verlassen. Ja, das war gerade äußerst effizient. Verlassen wir das Ganze, und dann möchte ich jetzt noch die beiden anderen Sachen loswerden. Clothings möchte ich hier noch loswerden. Und zwar den Rumser Piloten Overall und den Rumser Helm möchte ich loswerden. Was haben wir hier sonst noch? Kleidung. Barett, Killeranzug, das ist alles noch ganz gut. Hilfsmittel ist auch gut. Hier ist auch nicht allzu viel. Hier ist noch leere Whiskyflasche. Die müssten wir auch nochmal irgendwie hier lassen. Machen wir uns erstmal so weitestgehend leer. Und gucken mal, dass wir dann mit guter Ausrüstung gleich starten. So. Ammo Storage. Was war das jetzt? Hallo? Kriege ich hier gerade Panikanfälle? Ich habe doch gerade irgendwas gehört hier. Ich kam von hier irgendwo. Ach so. Ach, das war der Dinosaurier, der hier irgendwo rumeiert. Dieser kleine Spielzeugsaurier, der macht ab und zu mal Geräusche. Truhe. So. Hilfsmittel, sonstiges. Dann wollen wir mal gucken. Ich würde sagen, wir lassen hier auf jeden Fall leere Spritzen lassen wir hier. Leere Whiskyflaschen lassen wir hier. Ja, das ansonsten können wir den Rest mitnehmen. So, das heißt jetzt, dass wir uns bewaffnen werden. Und dann gehen wir mal gucken.
was wir noch so einpacken können. So, ich packe meine Koffer und nehme mit. Irgendwas Kleines vielleicht. 10mm Maschinenpistole. Na, ich würde sagen, wir bleiben bei unseren bewährten Sachen. Gobi-Kampagne Speergewehr nehmen wir mit. Dann, ja. Präzisionsgewehr. Dann, ja, das war gerade richtig klasse. Ich verklick mich in einer Tour. Präzisionsgewehr. Das nehmen wir mal eben hier raus. Dann möchte ich jetzt nämlich mal gucken, ob wir das reparieren können. Wir können es reparieren, und zwar mit dem Präzisionsgewehr. Sehr schön. Ja, das hat doch gleich mal ein bisschen was gebracht. Ja, sehr schön. Da haben wir auch noch ein paar Schuss dabei. Das reicht vielleicht auch schon. 0, irgendwas Millimeter Geschichten hier. Wo haben wir denn die? Müssen auch diese gewesen sein, oder? Ja, die müssen das sein. Okay. Oh, hier haben wir noch einiges. 5 mm Patronen, das heißt, wir können noch ein 5,56 mm Gewehr mitnehmen und ein 5 mm, das ist glaube ich nur dann die große Wumme. Ja, erstmal 5,56, ich würde sagen, da bietet sich eigentlich das Dienstgewehr an. Wenn das mal nicht so kaputt wäre. Sturmkarabiner, das wäre natürlich auch noch eine Idee. Die nehmen wir mal beide mit. Gut, dann können wir da das eine oder andere jetzt bestimmt noch reparieren. So, da haben wir auch schon wieder ein bisschen mehr. 5,56 mm Munition, da ist noch was. Die nehmen wir noch mit. Ich denke mal, ansonsten sieht das ganz gut aus. Jetzt haben wir 50. Was nehmen wir dann noch mit? Ich würde gerne vielleicht noch eine oder andere Granate noch mitnehmen. Pulsgranaten, Plasmagranaten, nö. C4 brauche ich nicht wirklich. Mini-Nukes brauche ich auch nicht. Raketen brauche ich nicht. Machen wir das hier nochmal eben schnell. Gibt uns auch noch wieder ein bisschen Gewicht. 52 haben wir. Irgendwas für einen Nahkampf. Was haben wir denn für einen Nahkampf-Skill überhaupt? Gucken wir mal eben nach. Nahkampfwaffen 15. Naja, das ist jetzt nicht so prall. Energiewaffen. Wir könnten also zur Not noch ein paar Energiewaffen mitnehmen. Ich denke da zum Beispiel an sowas wie ein Lasergewehr. Kompatible Waffen. Gehen wir mal gucken. Ne, ich brauche Add-Remove-Weapon brauche ich. Gauss-Gewehr, das Ding können wir natürlich nicht gerade heil. Lasergewehr können wir natürlich mitnehmen. Plasmagewehr natürlich wäre natürlich auch was Schickes. Ja, ich denke, wir werden da ein Lasergewehr mitnehmen. Ich mache mal ruhig das hier oben. So, was nehmen wir denn da für Munition? MF-Zellen. MF-Zellen habe ich doch hier auch schon irgendwo gesehen. Sind die das oder sind das die Anhöhe? Das sind die MF-Zellen, Microfusion Cells. Dann nehmen wir auch mal einen Arsch voll von mit. Das wird dann, das Lasergewehr wird dann also wahrscheinlich unsere Hauptwaffe werden. So sehe ich das jetzt hier gerade. So, dann haben wir das. Lasergewehr, 400 Schuss. Ja, das sieht nach was aus. Ja. 110. Das war jetzt vielleicht etwas zu viel des Guten hier gerade.